Guten Tag, hallihallo und wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zum Vlog. Endlich steht wieder ein neues Abenteuer an. Die letzten Wochen waren wir zwar unterwegs, aber wir konnten es ja, wie gesagt, nicht filmen bzw. nicht veröffentlichen. Das kommt alles im Laufe des Jahres, aber jetzt endlich wieder mal ein Video von unterwegs. Wir sind gerade noch zu Hause, wir haben gerade neu gepackt unseren neuen Tatonka Kings Peak 45. Der ist besonders für Wanderungen, für solche Wanderungen, wie wir sie jetzt machen quasi, eine Hüttenwanderung, gedacht. Richtig gut, sehr gut aufgeteilt und wir sind unterwegs. Caro und Philipp von The Sunny Side warten unten. Die haben auch ein Video dazu veröffentlicht. Schaut gerne mal bei denen vorbei oder kommt bald bei denen mit Sicherheit. Habe ich hier unten verlinkt. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir fahren jetzt in die Schweiz 3,5 Stunden nach Frien. Das ist in Graubünden. Und dann gehen wir morgen 3 oder 4 Tage wandern. Hüttenwanderung machen wir. Richtig geil, ich freue mich drauf. Letztes Jahr war schon richtig gut. Viele von euch haben letztes Jahr unsere Hüttenwanderung nachgemacht. Und auch dieses Jahr, wie immer, wird es auch dazu einen detaillierten Blogbeitrag geben, wo ihr alles nachlesen könnt. Also, auf geht's. Angekommen. Ich bin fix und fertig, richtig kaputt, weil wir gestern Abend lange wach waren und einen tollen Abend hatten und weil das Leben ganz toll ist und deswegen mussten wir jetzt gerade viel fahren und ich leide ein bisschen, aber ist okay, ist okay. Wir sind jetzt da, wir nehmen dann einfach den nächsten Bus, der geht in einer Stunde. Wir haben tatsächlich um 4 Minuten den Bus verpasst, aber egal. Wir laufen jetzt zur Busstation und dann geht's los. So, ihr Lieben, wir sind da in Frien angekommen. Hotelgäste ab 17 Uhr geöffnet. Schaut euch mal bitte diesen Ausblick hier an. Wir sind da und jetzt werden wir mal lecker was essen gehen unten und dann war es das für heute. Morgen geht endlich los. Das Wetter spielt 1A mit. Das ganze Wochenende hat es geregnet und heute ist Montag und das Wetter ist ein Traum. Wandern jetzt endlich los hoch auf die Thierry-Hütte. Was dachtest du, was wir laufen müssen? Insgesamt so 3,5–4 Stunden, aber es sind wohl 5¼. Aber ich würde sagen, den ganzen Weg laufen wir jetzt. Oh! Jetzt geht's los. Wir sind hier gerade in den Jurtencafé vorbeigelaufen, haben noch eine Apfelsaftschorle getrunken und jetzt verlassen wir
die Zivilisation quasi. Der gute Speck aus der Region. Lecker. Die erste kleine Pause ist vorbei. Wir sind schon bei 1900 Metern. Total krass. Und müssen jetzt auf 2400. Wir laufen wieder zurück. Da vorne gibt es eine Abzweigung mit drei Wegen. Zwei Stück. Und wir haben den falschen genommen. So, we are back on track. So, nach 200 Höhenmeter sind wir am höchsten Punkt unserer Wanderung angekommen. 2400 Meter. Und dann müssen wir nochmal 300 Meter runter, um zur Hütte zu kommen. Die ist nämlich auf der anderen Seite des Berges. Von da aus geht es dann morgen weiter. Also, also 2 Stunden brauchen wir auf jeden Fall noch. Es ist so kurz vor 1 mittlerweile. Hörte die Frau singen. Geil. Guten Morgen. Lecco mio. Ist das anscheinend der Fall. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Das ist richtig anstrengend. Es läuft ein Wasserfall bei meinem Gesicht runter. Wahnsinn. Also, da müssen wir hin. Nur eine Stunde. 2428 Meter. Wie schön ist das denn bitte? Ihr Lieben, die Hütte. Also ich komme auf die Landschaft hier gerade überhaupt nicht klar. Wie schön ist das? Hä? Philipp und Caro meinten, das erinnert sie an den Denali Nationalpark in Alaska. Aber wir sind hier mitten in der Schweiz, 3 Stunden von uns zu Hause entfernt. Wir sind keine 15 Stunden geflogen. So, das hier ist der letzte Anstieg, dann geht runter, dann sind wir da. Wir sind wieder ein bisschen Höhe verloren. Also jetzt. Jetzt ist der Punkt. Okay. Fuck me. Ist das anscheinend. Ist das anscheinend. Es könnte sein. Es könnte sein. Die Chancen stehen gut, dass das der höchste Punkt quasi jetzt ist. Und es jetzt wieder runter geht. Na, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, jetzt nochmal bergab und dann sind wir da. Yes, wir haben es geschafft. Yeah. Ja, geschafft. Freunde, wir sind da. Wie geht's dir? Mega gut. Was? Was? Mir geht's gut. Was? Das war so anstrengend. Fuck.
Jetzt habe ich auch echt keinen Bock mehr weiterzulaufen. Rucksack ab, trockene Klamotten anziehen, Apfelsaftscholle und dann Bier. Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan an. Aber es war extrem geil. Ja, das ist von 16:15 Uhr. Dann geht's runter. Mittlerweile seit, ich weiß nicht, drei, vier Stunden hier. Und wir haben einen so lustigen und netten Nachmittag gehabt. Wir haben Peter, Andrea, Jasmin, Sonja und Peter getroffen, kennengelernt. Und das sind verschiedene Parteien, die hier unterwegs waren. Und es war einfach so lustig. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben unser Essen miteinander geteilt. Wir haben unsere Getränke miteinander geteilt. So viel Spaß. Jetzt gibt es endlich was zu essen. Ich hab wieder Hunger. Und total geil. Total geil. Ich liebe Schweizer. So nett. So nett. Die Schweizer. So nett. So, Line und Caro versuchen noch einen zweiten Weg, dritten Weg zu finden, der nicht so steil und nicht so krass ist. Erfolglos. Option 1 ist über den Gletscher, Option 2 ist richtig weit runter und richtig weit hoch. Der Gletscherweg ist gar nicht eingezeichnet. Hier sind wir gerade und wir müssen dahin. Und wir können entweder hier lang und über den Gletscher oder den langen Weg. Ich sag Gletscher. Nein, ich gehe nicht über den Gletscher. Caro Gletscher? Nee, aber ich finde diese Weingläser. Was für ein Wahnsinnstag. Geile Wanderung, dieses Tal, diese Natur, diese Aussicht, als wir da über den Pass runter sind. Total geil. Wir haben jetzt auch noch richtig gut gegessen. Wir haben einen richtig schönen Nachmittag, Abend hier auf der Hütte gehabt mit ganz tollen Menschen. Ey, die Menschen hier sind so der Wahnsinn. So geil. Und jetzt gehen wir mal schlafen. Und morgen früh müssen wir früh aufstehen, weil morgen haben wir einen richtig, richtig langen Tag vor uns. Wunderschönen guten Morgen, Tag 2. Schaut euch diese Aussicht an. Es ist 8 Uhr, also 7.54 Uhr. Geht für uns jetzt erstmal hier runter und dann da drüben, darüber, quer rüber und dann da irgendwie ein Zickzack da hoch und dann da runter, ganz runter ins Tal. 900 Höhenmeter runter und dann quasi hinter dem Berg 1000 Höhenmeter wieder hochzulaufen. Gute Nachrichten bekommen. Der Toni, der Hüttenwirt, hat uns gerade gesagt, runter ins Tal und dann wieder hoch. Viel zu anstrengend. Unnötig. Lauf mal über den Gletscher. Das machen wir jetzt. Why not? Ohne Steigeisen brauchen wir wohl nicht. Sollte wohl alles gut gehen. Vielleicht wird das hier auch ein Action, ein Dramafilm. Wer weiß. Und es geht noch weiter hoch. Wir sind mittlerweile übrigens auf 2700 Metern angekommen. Das ist schon eine ordentliche Höhe. Nochmal 200, 300 und dann sind wir auch oben auf der Zugspitze. Das ist geil, wir sind seit 6,5 Stunden unterwegs. Da habe ich gerade die zweite Flasche aufgemacht und die ist noch kalt. Alles kalt. Richtig kalt. Meter.
Also ganz ungefährlich ist das auch nicht, ne? Da ist gerade eben ein mega fetter Felsen von da oben vom Berg runtergerollt oder runtergefallen auf Schneefelden und runtergerollt. Das ist halt krass. Yo, da ist der Gletscher. Krass. Okay, auf geht's übers Eis. Ready? Ready? Schaut mal, wo wir gerade herkommen, ey. Ist das krass. Wir sind jetzt übrigens seit genau 7 Stunden unterwegs. Wahnsinn. Was noch krasser ist, unser Tee in unseren Draußengängerflaschen ist noch heiß, würde ich ihn nicht nennen, aber der ist noch sehr, sehr warm. Total geil. So, weiter geht's. Stunde vielleicht noch. Einzige Problem jetzt. Der Weg ist nicht mehr ausgeschildert. So, das sollte das letzte Schneefeld sein. Und dann sollten wir es, glaube ich, geschafft haben. Endlich wieder ein Zeichen. Das haben wir jetzt echt schon lange nicht mehr gesehen. Hör das. Wir haben gerade wieder ein paar Schweizer getroffen. Die meinten, zu unserer Hütte wären es noch ungefähr 2,5 Stunden. Was ich irgendwie ziemlich krass fände. Weil wir halt eben schon seit 7 Stunden unterwegs sind. Und da oben am Schild stand 2,75 Stunden. Also, und wir haben jetzt nicht getrödelt, überhaupt nicht. Wir sind ganz schön straff hier runtergelaufen, keine Pausen gemacht. Und also die Zeitangaben passen mit unserer Wanderzeit überhaupt nicht überein, überhaupt nicht. Schau mal, Linie ist auch total kaputt. Total erledigt, alle. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen da noch hoch. Ich kotze gerade mega ab. Ey. Ich dein fucking Ernst. Und da oben kommt jetzt ein Gewitter, ey. Oh. Hey, was ist das bitte? Vorne. Ja. Ah. Ja. Da ist die Hütte. Oh mein Gott, ich bin so weit weg. Scheiße. Ich bin noch so hoch. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh. Alter, hier ist ja noch mal ein Stück. Alles fällt. Wir sind da. Wir sind da, wir sind angekommen. 18.20 Uhr. Das bedeutet, wir waren 10 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Das ist. Ich bin so fertig. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie fertig ich bin. Das war so, so anstrengend. Einfach einer der krassesten Dinge, die wir je gemacht haben. So eine krasse Wanderung. Panorama, es ist unbeschreiblich. Aber auch so anstrengend gewesen. Oh wow. Was ist das denn für ein Ausblick, ey? Wunderschönen guten Morgen. Gestern haben wir es dann nicht mehr geschafft zu filmen. Viel zu fertig waren wir. Ich habe auch ordentlich Schmerzen heute. Aber super geiler Abend hier auf der Hütte. Mendelshütte, richtig geil. Und jetzt der letzte Teil. Wir wandern jetzt runter, wieder zurück ins Tal. Und dann schlafen wir da heute Abend in einem Kloster. Mal schauen. Bin jetzt nicht immer so ein großer Freund von Kirche und so weiter. Aber machen wir halt heute Abend mal. Und ich bin gespannt auf die letzte Wanderung. Mir tut alles ein bisschen weh, es wird ein bisschen krass. Ah! Bist du bereit? Ich hoffe. Ein bisschen nicht.
So, letzter Abstieg. Okay, auf geht's. Curaglia. Da ist die erste Zivilisation seit Tagen, seit drei. Ihr Lieben, wir sind unten angekommen. Wahnsinn. Oh, richtig, richtig krass. Also die Wanderung jetzt runter war jetzt eigentlich echt entspannt, aber die letzten drei Tage, die waren echt Wahnsinn. Also sowas habe ich auch noch nicht mitgemacht. So eine alpine Wanderung ist schon nochmal deutlich anstrengender und anspruchsvoller als ein normaler Wanderweg, wie der jetzt hier zum Beispiel war. Und ja, jetzt sind wir hier unten angekommen und jetzt laufen wir da quasi weiter runter ins Tal. Da ist der nächste Ort und dann nehmen wir da den Bus. Das war aber extrem cool. Also unbedingt nachmachen, wenn ihr erfahren seid, den einen Teil auf jeden Fall. Den Rest könnt ihr aber auf jeden Fall nachmachen. Darüber kommt natürlich ein Beitrag auf Off the Path. Ihr könnt bei Philipp und Caro nochmal vorbeischauen, wie die das quasi so erlebt haben. Wir haben einen Podcast darüber gestern aufgenommen. Und jetzt geht's runter, ein bisschen entspannen. Ich habe Hunger, ich muss unbedingt was essen. Yes, we made it. Wir haben es geschafft. Unten im Tal. Und hier fährt der Postbus uns jetzt einfach nach Disentis. Wo sind wir? Wo waren wir? Wo kommen wir her? Also wir kommen von da irgendwo. Und sind dann gestern von der Terry-Hütte, die ich gerade nicht sehe, die wird auch hier irgendwo sein, hier lang gelaufen. Dann hier über diesen Gletscher. Gletscher da... bis zur Mädelshütte und dann heute diesen ganzen Weg runter. Krass. Und jetzt müssen wir von hier noch nach da. So Freunde, wir sind jetzt in Disentis angekommen. Und somit ist unsere Wanderung jetzt auch wirklich offiziell vorbei. Wir sind wieder in der Stadt und schlafen hier noch eine Nacht. Und morgen holen wir dann in Ilanz unser Auto wieder ab, unseren Bruce wieder ab und fahren dann nach Zürich. Das war also für diesen Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir gefallen und hört mal in den Podcast rein. Da haben Caro, Philipp, Line und ich ein bisschen über diese Wanderung gestern gesprochen auf der Hütte. Sehr, sehr lustig geworden. 45 Minuten ungefähr. Und lohnt sich auf jeden Fall mal kurz reinzuhören. Abonniert den Podcast, falls ihr nicht gemacht haben solltet. Abonniert den Kanal, falls ihr nicht gemacht haben solltet. Schaut bei Philipp und Caro vorbei. Deren Video verlinke ich hier unten und deren Kanal. Und ja, das war's für den Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben für diese krasse, krasse Wanderung. Kanal könnt ihr in der Ecke abonnieren, falls ihr neu dazugekommen seid, wie gesagt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Nächste Video dann aus Zürich. Morgen fahren wir dahin, Wochenende in Zürich verbringen. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir das Beste draus. Und jo, bis dann. Und nicht vergessen, stay wild. Tschüss.